So, obwohl die jetzt nicht gerade direkt leer sind, ich wollte gerade sagen, nicht direkt voll sind, machen wir hier trotzdem die auf und dann würde ich sagen, begrüße euch hier beim neuen Part von Menace World hier bei Cities Skylines. Was ich jetzt in der Ewigkeit nicht mehr nachgeguckt habe, wir brauchen Schule. Wir brauchen eindeutig fucking Schule. Die habe ich hier drüben noch nicht gebaut gehabt. Deswegen werde ich erstmal hier drüben anfangen, eine Schule zu bauen. Direkt im Krankenhaus, so ein bisschen Schule aufbauen, warum auch nicht. Möchte ja jeder. Vor allem, wir haben so wenig Kapazität in der Grundschule, in der, oh, ja, das Grundschule. Jetzt bin ich gerade bescheuert. Oberschule? Uni? Okay, ich sag schon nicht mehr. Ich meine, ich im Livestream war überhaupt kein Grundschule da gewesen, sondern war irgendwas anderes. Egal. Ich habe ja auch was getrunken gehabt. Ich muss mir den ganzen Livestream auch mal angucken von gestern. Ich habe auch noch am Ende gesungen, also das möchte sich, glaube ich, auch keiner direkt reinziehen. Jetzt muss man mal gucken, hier wird langsam wieder Gewerkschaft. Es wird sich langsam wieder die Gewerkschaft gewünscht. Warum auch nicht? Ich dachte gerade, da kommt jemand rein, aber es war gerade so eine Schattenbildung von den Bäumen draußen. Das war gerade richtig komisch. So. Müllfahrzeuge, die stehen alle hier im Stau. Ja. War eigentlich, das besteht ja alle größtenteils nur aus Müllfahrzeugen. Hier stehen so viele Müllfahrzeuge drin, ne? Die natürlich auch dann keinen Müll abholen können. So, mal gucken, was kriegen ich eigentlich erst nächstes. Wir kriegen als nächstes Schiff als neue Dienstleistung. Dafür braucht es 36.000. Schiff würde ich wenn dann auch hier unten machen, dass man dieses Industriegebiet ein bisschen anreizt. Warnverbindung habe ich ja nicht. Bahnverbindung könnte ich hier oben machen, aber ich weiß von Erfahrung her, das ist eigentlich der Todesschlag für die Stadt. Naja, richtig nicht. Also der richtige Todesschlag ist es nicht für die Stadt. Ich überlege gerade, was ist denn, wenn ich hier noch so eine extra Ausfahrt mache für die Stadt? Also hier so lang. Da brauchen manche nicht hier rumfahren, sondern nur die von oben kommen vielleicht. Und die oben wohnen. Wäre doch eine Möglichkeit wert. Wie viele Busse fahren jetzt allgemein rum? Hier. Wir haben jetzt hier 15, 14, 13. Da sind wir bei 30, 40, über 40 Busse. 42 Busse ungefähr. U-Bahn ist mir eigentlich relativ egal, da haben wir viel zu viele Passagiere sind auch. Ach du Heilige. Das ist die zweite, die fährt durch bis hier in die Stadt rein. Ja, Müll. Ach du Scheiße, wir haben ja schon wieder so viel Geld. So. Nummer 2 gebaut. Viele fahren auch hoch in die Stadt. Also deswegen entsteht da auch ein bisschen so der Stau. Mich würde jetzt natürlich interessieren, was ist wirklich, wenn ich jetzt hier so ranfahren würde. Gut, am besten wäre eigentlich so eine Umgehung von der Stadt in den Kreisverkehr rein, dann Kreisverkehr und dann hoch. Ist natürlich dann die Frage, ob die dann nicht durch die Stadt fahren wollen. Ach, guck mal, hier staut sich das. Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Das war doch schon relativ eng. Ich finde das Spiel so sexy.
wir sind Tote. Nö, ja, sind ein paar Tote. Was haben wir hier? Verschauen wir aufbewahrt. Okay. Wo sind die Müllberge? Was? Wo sind all die Müllberge? Niemand holt unseren Müll ab. Naja. Wir gucken mal kurz hier auf den Verkehr. Also wir haben hier oben ein bisschen. Wir verringern unseren Verkehrsfluss. Ich probiere es jetzt. Ich probiere es jetzt. Das ist ja bloß eine kleine Umgehungsstraße. Wir machen die aber trotzdem schick. Hier kommen trotzdem ein paar Bäumchen hin. Gerade. Ah komm, wir fahren direkt rein. Und schon dann fährt das erste Auto hier rein. Was ist das? Das ist ein Müllauto. Seht ihr, schon das erste Müllauto, was hin und her fährt. Wir müssen mal dann so ein bisschen hier im Auge behalten, ob das dann wirklich nur vielleicht im Müllauto sind. Das würde natürlich schon einiges ausmachen. Also es fahren Privatfahrzeuge dort lang und dann... Der Nahverkehr fährt hier lang? Ne, das sind die städtischen, okay. Und ein paar LKWs. Die LKWs fahren dann auf die Autobahn hoch. Wo kommen die LKWs denn her? Also irgendwie fahren doch kein... Ach, die fahren... Hä? Okay. Also viele LKWs fahren irgendwie hier durch. Also viele LKWs fahren durch die Stadt durch. Okay, ich muss... Hier ist aber auch die Autobahnauffahrt. Hier fahren aber auch viele einfach mal durch. Okay. Dann machen wir mal wieder alles an. Komplexer ist es doch schon. Was hiermit ist, weiß ich auch nicht. Wir müssen aufpassen. Wir waren jetzt bei so 66%, 71. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt eben die mehr Straßen gebaut habe und deswegen auch mehr Verkehrsfluss. Das ist natürlich auch logisch. Trotzdem muss man das mit beobachten oder beachten. So. Oh, wir bauen eine Stadt. Sie ist so wunderbar. Sie sieht so aus wie... Wunderbar. Und wir bauen sie so schön hin und her, denn wir haben einen kleinen Pimmel und viel mehr. Ich weiß, ich kann nicht singen, deswegen höre ich auch jetzt auf zu singen. Ah, die Straße ist lustig. Die ist weg. Die muss weg. Ist nicht gerade. Es wird mehr Strom benötigt. Ich mache ja erstmal die Industrie größer. Es wird sich Industrie gewünscht. Gucken, ob das was bringt, so wie ich das gerade baue. Und jetzt müssen wir uns mal um Strom kümmern. Also eigentlich wäre hier wirklich so ein Staudamm am besten. Aber der Staudamm ist natürlich was, was man richtig gut überlegen muss. Also es gibt Möglichkeiten, das Wasser zu reinigen gleichzeitig. Ich frage mich natürlich nur, das kostet Millionen, das kann ich jetzt noch, das kann ich nicht machen jetzt. Ich kann euch gleich mal erzählen, was ich eigentlich vorhabe oder gerade im Kopf hatte. Ich hätte gerade im Kopf gehabt, ja, also eigentlich könnte man ja See
Kanal, See, Kanal, See, Kanal, Pumpen. Also und zwischendurch die Staudämme. Aber ich weiß eben nicht, ob das so... Aber was war jetzt hier? Ein bisschen teuer. Okay, was aber teuer? Weil es ist ja jetzt schon wenig verunreinigt, das Wasser. Und wenn ich das dann mehrmals filter, ob das jetzt so nice wäre. Mal kurz hier nochmal ein bisschen ausbauen. Was habe ich denn hier für Straßen? Ich habe die Straßen hier. Es wird sich weniger, es wird sich schon gewünscht. Ist das hier? Ach so, es ist gekappt. Okay. Es ist gekappt. Das erklärt natürlich einiges. So. Jetzt haben wir auch genug Strom. 500. So, 160. Oh, hier wird Wasser gewünscht. Tut mir leid, dass kein Wasser ist. Das war das nicht. Was macht gerade so übelste Bock, das hier zu spielen. Müll ist auch langsam weg. Diese kleinen Ecken hier, das geht doch gar nicht. Trotzdem, wir haben hier so viele Müllfahrzeuge. Prozent. Ja, das ist, glaube ich, unser größtes Problem. Hier hinten im Industriegebiet, na gut, dafür kann ich jetzt leider nichts ändern. Ich glaube, das sind aber auch viele Müllfahrzeuge, die hier rumfahren. Gut, aber ich glaube, würde man sagen, heute war es ein kleinerer Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Moment einen Daumen unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Nächstes Mal bauen wir hier weiter. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch irgendwelche Verbesserungen einfallen. Oh, Statistik, die könnte man eigentlich auch mal angucken. Bevölkerungsveränderung, okay. Besteuerung. Mhm. Stadtwert. Oh mein Gott, ist er viel wert. Die Kasse. Also wir haben jetzt auch extrem Geld hoch und runter. Das Budget ist auch recht hoch. Neubürger. Mhm. Geburtenrate. Oh, hier war ja ein tiefes. Beschäftigte in Prozent. Das ist dann auch nie so schön. Wir haben viele Arbeitsplätze. Ah ne, ist verfügbar, aber nicht frei. Das ist schon mal in Ordnung. Mhm. Studenten. Tiefer Einbruch. Touristen. Könnte man natürlich noch was machen. Steuer. Ist ja wenig. Ist ja richtig wenig. Ja, die Zufriedenheit steigt. Wohngebiet haben wir... irgendwie weniger. Statistik, Industriegebiet, ja, Bürogebiet haben wir noch. Stimmt, Bürogebiet brauchen wir noch. Müssen wir uns irgendwie nächstes Mal ransetzen. Fragt sich nur wohin. Würde ich schon irgendwie extra Viertel anlegen. Vielleicht hier oben irgendwo oder so. Na gut, das werden wir im nächsten Part irgendwie alles sehen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mir das Wort. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Und dann ciao, ciao.